Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Themenvideo. Wie ihr im Titel des Videos schon lesen konntet, geht es heute um eins der größten Themen in der Spiritualität, der Seelenplan. Man hört viel über den Seelenplan, man liest viel über den Seelenplan und ich bekomme auch immer wieder die ein und selben Fragen vom Seelenplan oder zum Seelenplan gestellt. Erst einmal, was ist ein Seelenplan? Wo finde ich diesen Seelenplan? Warum weiß ich das nicht, wenn ich auf der Erde bin? Was ist das mit diesem Seelenplan? Ist das besonders wichtig, dass ich das weiß? Ich glaube, ich muss ganz genau wissen, warum ich einen, was mein Seelenplan ist, sonst kann ich nicht glücklich werden. Und diese Art von Fragen erreichen mich immer und immer wieder so, dass für mich ganz klar war, hey Cynthia, darüber musst du ein Video machen. In diesem Video werde ich vielleicht ein bisschen anders etwas sagen, als man das so gewohnt ist. Und wenn du nicht damit zurechtkommst und sagst, hey, das ist nicht meine Meinung, dann ist das okay. Nimm nur das an, was für dich stimmig ist, mit dem du in Resonanz gehst. Wenn du der Meinung bist, hey, nein, damit komme ich nicht zurecht, dann ist das vollkommen okay. Schalt das Video aus und gut ist. Wenn du aber sagst, hey, ja, so denke ich auch, oder das macht für mich Sinn, dass sie das sagt, dann schau dir das Video gerne bis zum Schluss an. Natürlich ist es meine Wahrheit, meine Meinung, aus den Erfahrungen, die ich im tagtäglichen Umgang mit der geistigen Welt und den Verstorbenen machen darf. Wie gesagt, es muss nicht deine sein. Jeder soll das annehmen, was für ihn stimmig und sinnig ist. Also, was ist denn nun der Seelenplan? Wir alle sind vergeistigte Wesen. Wir alle kommen aus der geistigen Welt und wir alle gehen auch wieder zurück in die geistige Welt. Wir möchten hier auf Erden Erfahrungen machen. Wir möchten hier lernen. Wir möchten das Wissen mit dem Fühlen vereinbaren. Da wir in der geistigen Welt keine Körperlichkeit besitzen, wählen wir die Körperlichkeit, die Inkarnation auf der Erde, um das Wissen mit dem Fühlen zu vereinbaren. Denn Wissen haben wir schon sehr viel. Aber etwas zu wissen ist etwas anderes, wie zu wissen, wie es sich anfühlt. Angenommen, du hättest dir noch niemals in deinen Finger geschnitten. Und ich sage dir, hör mal zu, wenn du dir in den Finger schneidest, da hast du einen scharfen Gegenstand, dann schneidest du durch die erste Hautschicht, dann kommst du durch die zweite, durch die dritte, dann kommst du auf die blutführenden Gefäße, dann öffnen die sich, dann kommt das Blut heraus. Ist alles sehr logisch, hört sich auch alles sehr schlüssig an. Aber mal ganz ehrlich unter uns, schneid dir mal in den Finger, wie scheiße weh tut das? Und das ist das. Wir wollen das Wissen mit dem Fühlen vereinbaren. Deswegen brauchen wir die Körperlichkeit. Wir alle, so würde man im Saarland sagen, wenn wir hier auf die Erde kommen, dann haben wir den Plan im Sack. Also, wenn wir hier auf die Erde kommen, dann haben wir einen Plan in unserer Tasche. Denn wir suchen uns unsere Lernaufgaben aus. Wir wählen aus, was wir hier auf Erden lernen möchten oder was wir erfahren möchten. Aber unsere Lernaufgaben sind nicht, ich muss besonders reich werden oder ich muss ein großes Auto haben, ein dickes Haus besitzen oder etc. Nein, es sind Dinge wie Dankbarkeit, Vergebung. Was bedeutet es, glücklich zu sein? Das können Lernaufgaben sein. Und diese halten wir vorher fest. Nun ist es aber nicht so, dass wir minutiös alles durchplanen von A bis Z, sondern stellt es euch vor wie auf einer Reise. Ihr plant eine Reise, ihr habt einen Anfang und ihr plant das Ende der Reise. Und dann sagt ihr, okay, wenn ich da hinfahre, möchte ich Sehenswürdigkeit A sehen, dann möchte ich B sehen und C auch noch. Aber ihr plant nicht minutiös ein, okay, ich darf nur diesen Weg zu dieser Sehenswürdigkeit nehmen und nur über diesen Weg darf ich dahin gehen, sonst ja, das ist mir alles sonst zu viel. Nein, ihr plant das nicht minutiös. Ihr macht euch Punkte auf dieser Karte, auf eurer Landkarte, auf eurem Plan, wo ihr hin möchtet. Denn das Leben hat auch Spontanität. Es ist nicht alles minutiös durchgeplant, denn es ist so, dass ihr auch noch viele, viele Dinge lernt,
am Wegesrand. Das ist wie wenn du in ein Land fährst, sagst, ich möchte diese Sehenswürdigkeit sehen und du fährst zu ihr und jetzt verfährst du dich auf einmal zu diesem Punkt, aber dadurch findest du ein ganz tolles, schnuckeliges Lokal, wo du noch was essen oder trinken kannst. Hättest du nicht gefunden, wenn du straight diesen Weg gefahren wärst und dich nicht verfahren hättest. Versteht ihr, was ich meine? Es ist auch ganz wichtig, dass die Dinge, die spontan entstehen, auch eine Lehrerfahrung sein können. Die wichtigen Punkte, die habt ihr euch eingezeichnet oder die habt ihr euch festgelegt, damit ihr lernt, zum Beispiel, was es bedeutet, Dankbarkeit zu haben, damit ihr lernt, was es heißt, zu vergeben. Aber nicht alles ist minutiös durchgeplant. Und das ist auch, ja, nicht Sinn der Sache, denn das Leben soll ja auch ein bisschen eine Spontanität haben. Und ich würde es auch ganz furchtbar finden, wenn ich jetzt wüsste, alles ist durchgeplant von A bis Z. So eine Reise würde mir keinen Spaß machen und euch wahrscheinlich auch nicht. Stellt euch vor, ihr hättet immer jemanden, der minutiös alles durchplant, der sagt, dann müssen wir da sein, dann müssen wir da sein, dann müssen wir das machen, dann müssen wir jenes machen und dann müssen wir hier auch noch und das müssen wir machen. Puh, nee. Darauf hätte ich keine Lust. Und so ist es auch als Seele. Wir wollen auch ein bisschen Spontanität, denn das Leben ist vielfältig, ist mannigfaltig. Und so kann es sein, dass wir auf dem Weg einen Menschen kennenlernen, eine Situation haben, die uns zusätzlich auch noch etwas lernt, die vielleicht nicht vorgesehen war in unserem Hauptdrehbuch. Und das ist das Schöne auch. Das sind die Geschichten, die nebenbei auch passieren. Denn mal ganz ehrlich, ist es nicht immer so, dass wenn ihr gerade dabei seid, das Leben zu planen und einen Plan zu machen, euch das Leben sagt, machen wir aber gerade anders, passiert gerade anders. Ja? Und das ist auch ein Stück weit, was wir lernen, mit der Spontanität umzugehen. Ihr alle habt einen Plan. Ihr alle wisst, was ihr in dieser Inkarnation lernen wollt. Nur ist es denn wirklich so wichtig, diesen Plan zu wissen? Ich finde nein, und das ist das, was ich jetzt vorhin am Anfang gesagt habe. Den einen oder anderen wird es schockieren, wenn er sagt, hey, das ist doch wichtig, dass wir unseren Seelenplan. Nein, finde ich ganz und gar nicht. Es ist gut, dass ihr das nicht wisst. Denn sonst verpasst ihr eine spannende Reise. Wie gesagt, eure Seele weiß, was sie lernen möchte. Und sie wird euch führen auf eurem Weg. Und ihr habt das beste Navigationssystem aller Zeiten mitbekommen, euer Bauchgefühl. Und ich bin mir sicher, ihr wisst ganz genau, wohin euer Weg geht. Ich bin mir sicher, dass euer Bauchgefühl euch sagt, wenn ihr auf einem nicht richtigen Weg seid. Ihr merkt das. Ihr nehmt es nur vielleicht nicht immer wahr, weil der Kopf hier dazwischen funkt, weil euer Ego dazwischen funkt, weil euer Verstand dazwischen funkt. Und wenn ihr zurückdenkt und überlegt, welche Entscheidungen ihr mit dem Kopf getroffen habt, obwohl der Bauch was anderes gesagt hat, bin ich mir ziemlich sicher, dass euer Bauch sehr oft recht hatte. Und ihr im Nachhinein sagtet, verdammt nochmal, hätte ich doch mal nur auf mein Bauchgefühl gehört. Das hat mir von Anfang an gesagt, lass es sein. Oder mach es. Aber nein, wir haben dann wieder auf dieses Ding hier gehört, auf unseren Kopf. Und vielleicht auch viele tausend andere um uns herum, die immer meinen, sie wüssten alles besser, sie wüssten, wie unser Leben ist. Nein, nur du weißt, wie dein Leben funktioniert, weil deine Seele weiß den Plan. Sie weiß, wohin es geht. Und vertraue darauf. Lasse dich davon leiten, lasse dich davon führen. Ich finde es eigentlich ziemlich schrecklich, wenn ich genau wüsste, wie mein Weg aussieht. Ich würde so viel Spannendes verpassen. Alleine, wenn ich jetzt von mir ausgehe, den Weg, den ich hatte, bis ich so weit war, von der Medialität als Medium zu arbeiten, das war eine spannende Reise. Es war nicht immer einfach. Aber was habe ich alles daraus gelernt? Was habe ich alles gelernt auf diesem Weg, was mir jetzt hilft? Und meine Aufgaben, die lerne ich. Meine Seele wird dafür sorgen, genauso wie eure Seele dafür sorgen wird, dass ihr eure Aufgaben lernt. Ähnlich könnte man auch sagen, zum Beispiel, ich glaube, jeder von euch kennt Schnitzeljagd. Und eine Schnitzeljagd ist doch was ganz Tolles. Man bekommt Anfangskoordinaten und dann muss man sich durchwursteln.
und vielleicht in einer Gruppe sich durchwurschteln und man versucht, kreative Lösungsansätze zu finden und man guckt, man kriegt Hinweis A und an Hinweis A löst man die Aufgabe und dann kriegt man an diesem gelösten Aufgabe kriegt man einen nächsten Hinweis auf den Punkt B und dann geht man zu B und zu C und man arbeitet sich da durch und man freut sich wie verrückt, wenn man Aufgaben gelöst hat und ja, weiterkommt und zum Schluss am Ziel ist und sagt, ey, cool, ich habe das alles gelöst, in Verbindung mit anderen, alleine. Ich bin diesen Weg alleine gegangen und was habe ich alles Spannendes erlebt? Was habe ich mir den Kopf zermartert, um da auf diese Lösung zu kommen? Was habe ich für tolle Momente gehabt, als ich gesagt habe, oh, geil, aha, das ist da auch, wie toll, ey, jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Und stellt euch vor, ihr wüsstet ganz genau euren Plan. Das wäre todlangweilig. Ihr würdet vieles nicht lernen. Wenn ihr genau euren Plan hättet, wo steht, ja, das ist meine Aufgabe, das ist es, hier muss ich hin, das muss ich erledigen, das wäre doch stinklangweilig. Und deswegen finde ich, ist es sehr gut, dass wir unseren Seelenplan nicht kennen. Dass wir den Schleier des Vergessens über uns gelegt bekommen. Dass wir nicht mehr wissen, aber wir fühlen. Und unser Bauch, unser Herzgefühl gibt uns immer die richtige Richtung vor. Es gibt uns die richtige Richtung an dem Punkt, wenn es weitergehen soll. Und ihr bekommt auch Hinweise aus der geistigen Welt. Dessen bin ich mir auch sicher. Und ihr habt das sicher selbst schon erlebt, dass wenn ihr zum Beispiel eine Sache hattet, die euch wirklich begeistert, in die ihr euch hineingekniet habt, die eurem Weg entspricht, dann gehen die Türen zack, 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 zack auf. Und es entwickelt sich. Während andere Wege, boah, verschlossen bleiben, die Türen nicht aufgehen, es hakt, es nicht funktioniert, es nicht fließt. Und dann merkt ihr immer, aha, das ist nicht mein richtiger Weg. Und ich gebe euch Brief und Siegel, wirklich, wenn ihr an einem Punkt seid, wo ihr was lernen sollt, ihr bekommt die Hinweise. Ihr bekommt immer wiederkehrende Situationen geschickt, die euch zeigen sollen, hey, guck dahin und lerne. Ihr kriegt immer wieder die Menschen gesendet, die euch zeigen sollen, was jetzt eure Lernaufgabe ist. Und das Leben ist gütig und die geistige Welt ist gütig. Und wenn ihr es beim ersten Mal nicht lernt, dann schicken sie es euch das zweite Mal. Und wenn ihr es beim zweiten Mal nicht lernt, dann schicken sie es euch das dritte, das vierte, das fünfte, das sechste Mal. So lange, bis ihr es gelernt habt. Und so lange geht's halt auch nicht weiter. Weil diese Lernaufgabe wird gelernt. Ihr lernt was, weil ihr das festgelegt habt, weil ihr das wissen wolltet, weil ihr diesen Punkt lösen wolltet, bevor ihr zum nächsten kommt. Und so ist es wie bei der Schnitzeljagd. Ein absolut spannendes, eine spannende Reise, ein spannendes Leben. Und das ist doch, was wir wollen. Wollt ihr ein stinklangweiliges Leben? Wollt ihr, dass ihr immer alles wisst, wo was ist? Nein. Es gibt so eine ganz tolle Werbung im Fernsehen, die sagt, wenn du das Meer gemacht hättest, wie hättest du es gemacht? Ruhig oder wild? Wenn du den Wind gemacht hättest, wie würdest du den Wind machen? Ganz ruhig oder würdest du ihn mal richtig stürmig machen und mal richtig ein Tornado toben lassen? Was habt ihr euch gewählt? Ich bin mir sicher, ihr habt euch ein Leben gewählt, an dem ihr viel lernen könnt. Ein Leben, das ihr, ja, kreiert habt, um das bestmöglichste Wachstum herauszuholen. Und ihr legt euch nichts auf den Weg, was sinnlos ist. Vergesst diesen Gedanken gleich wieder. Ihr legt euch nichts auf den Weg, was sinnlos ist, denn das wäre sinnlos. Alles hat seine Berechtigung, alles hat seine Zeit, alles ist wichtig auf eurem Weg. Denn ihr lernt dadurch. Ihr lernt so viel hier auf Erden. Dieses Leben bietet solche unglaubliche Möglichkeiten des Lernens. Nehmt es an. Macht euch nicht immer so viele Gedanken darum, was ist denn mein Seelenplan? Ihr wisst es ganz tief in euch, eure Seele weiß es und sie navigiert euch, die geistige Welt hilft euch. Lebt ihr das Leben, nehmt das Leben an und ja, versucht das Beste daraus zu machen. Und gerade in schwierigen Situationen, denkt immer daran, ihr habt es euch gewählt, weil ihr was lernen wolltet. Und ihr werdet so viel daraus lernen, nur im Menschlichen, und das weiß ich, ist das nicht immer so einfach zu erkennen und zu sehen. Da ist es immer so, wie ich gerne sage, wie wenn man mitten in einen Tatort hineinschaltet. Also ein Tatort ist ein Krimi, vielleicht weiß der ein oder andere das nicht, aber ich denke schon, weil der Tatort ist ja doch so ein ziemlich deutsches Ding. Ihr schaltet mitten in den Tatort rein.
Ihr wisst, okay, es ist ein Tatort. Da ist jemand umgebracht worden. Aber wer ist denn umgebracht worden? Hat die Kommissarin da schon eine Spur? Sind da schon Zeugen verhört worden? Wer ist denn der Mörder? Ihr wisst es erst, wenn ihr den ganzen, kompletten Film angesehen habt. Und so ist es auch. Hier auf Erden, ihr seht nur einen Ausschnitt. Ihr seht nicht den Sinn des Ganzen. Den erfahrt ihr erst, wenn ihr wieder zurückkehrt und euer Leben euch anschaut. Und dann versteht ihr Zusammenhänge richtig in ihrer ganzen Tragweite. Personen, die förderlich waren, die hinderlich waren. Situationen, die förderlich waren, die hinderlich waren. Was sie euch alles gezeigt haben. Was sie euch alles an Wissen vermittelt haben. Und ich sage euch, ihr habt euch den Weg so gewählt, dass ihr das bestmöglichste Wissen erhaltet. Haltet das immer im Hinterkopf. In der geistigen Welt wird auch keine Unterscheidung gemacht zwischen guten Erfahrungen oder schlechten Erfahrungen. Dort ist alles Erfahrung. Es geht rein um das Erfahren. Und das ist es, was wichtig ist. Die Erfahrung, die man macht. Probleme können gelöst werden. Es gibt, wie so schön, wie ich immer sage, für jede Lösung ein Problem. Und wenn man dann die Frage gestellt bekommt, ja, was ist denn der Sinn meines Lebens? Das ist ja auch eine Frage, die uns immer und immer und immer wieder beschäftigt. Der Sinn des Lebens ist der, den du ihm gibst. Denk mal darüber nach. Es kann keiner von euch von außen kommen und sagen, das ist der Sinn deines Lebens und du wirst es spüren, du wirst es merken und du wirst es daran merken, wo dein Weg hingeht oder was der Sinn ist, indem du auf dich hörst, indem du auf dich, deine Gefühle, deine Intuition, deine innere Gefühlswelt, deine Anbindung an die geistige Welt, wenn du das annimmst, wenn du dem vertraust auf deinem Weg. Vertraue dir selbst. Du kannst immer jemanden zu Rate ziehen. Du kannst immer jemanden um Hilfe bitten. Du kannst dir immer Meinungen anhören. Aber wir müssen aufhören, so viel im Außen zu suchen. Denn es liegt alles in uns. Und dein Weg in dir ist fest. Der ist in deiner Seele und deine Seele weiß, wohin es geht. Und sie führt dich. Ich kann's immer wieder nur wiederholen. Wie ein Papagei. Wie ein Papagei, wenn es sein muss. Hört auf euer inneres System. Und ich finde, es ist nicht wichtig, dass man seinen Plan weiß. Im irdischen, also das heißt mit unserem menschlichen Bewusstsein. Es ist wichtig, dass wir annehmen, dass wir hinschauen, dass wir bewusst schauen. Aber auch, dass wir uns überraschen lassen, dass wir uns führen lassen. Dass es am Wegesrand noch ganz viele tolle Sachen gibt, die man gratis dazu kriegt, ein Benefit praktisch. Und glaub mir, jeder Verstorbene sagt, das Leben ist so schön und so kostbar. Es gibt so tolle Dinge, die wir ja erfahren dürfen. Und jetzt sage ich euch was, niesen. Verstorbene sagen mir oft, wie schön es ist zu niesen. Und es ist auch was Schönes, das Niesen. Entschuldigt bitte, wenn man so viel spricht wie ich, schluckt man auch viel Luft. Und gerade weil ich immer so viel gestikuliere, da schlucke ich natürlich immer noch mehr Luft und die muss irgendwann raus. Ups, Verzeihung. Ja, also, ich finde es nicht wichtig, den Seelenplan zu wissen, weil ich weiß, meine Seele weiß ihn und ich kann mich darauf verlassen. Und es macht es eigentlich auch nicht schöner, wenn ich meinen Seelenplan weiß, denn ich werde geführt und irgendwann kenne ich die Antwort auf meine Fragen. Wenn ich in mich hineinhöre, wenn ich auf mich achte, wenn ich mir die Zeit gebe, mich zu hören, meine innere Stimme zu hören, meine höhere Führung zu hören, dann weiß ich ganz genau, wohin der Weg geht. Und ich fühle es auch, weil es sich richtig anfühlt, weil es fließt, weil wir im Fluss sind. Also hört auf, euch Gedanken zu machen über Seelenpläne. Auch da zu gucken, wo finde ich jemanden, der mir meinen Seelenplan offenbart. Es ist für alles gesorgt. Die geistige Welt, ihr habt dafür gesorgt, dass der Weg, auf dem ihr euch bewegt, der richtige ist. Es braucht da nicht andere, die euch sagen, was euer richtiger Weg ist. Auch keiner, der das medial sagt. Wer hätte denn eine bessere Anbindung an euer höheres Selbst als ihr an die geistige Welt und euren Plan? Ich kann das nicht sagen, weil ich euren Plan nicht kenne und es ist auch nicht meine Aufgabe, euch euren Plan zu sagen, denn es ist eure Aufgabe, euren Plan selbst zu erleben, selbst zu erfüllen, selbst zu durchlaufen. Also,
Ich weiß, der ein oder andere sagt jetzt, ja, aber ich will wissen, meinen Seelenplan. Ja, dann darfst du auch gerne danach suchen, aber such doch mal auf eigene Faust danach. Bemühe doch keinen von außen, sondern fange an, selbst zu suchen. Und suche in dir, weil in dir sind die Antworten. Und du bekommst im Außen das gespiegelt, was du brauchst, um deine Antworten zu finden. Und es ist spannend, es ist toll, wenn Dinge sich lösen, wenn man Lösungen findet. Wie gut fühlt man sich, wenn man Lösungen findet? Es ist doch auch schön, selbst daran zu arbeiten, diesen Weg zu gehen, selbst dafür zu sorgen. Weißt du, wenn man nur, oder wisst ihr, wenn man nur gebratene Tauben in den Mund kriegt, das macht keinen Spaß, das ist langweilig. Selbst dafür sorgen, dass es einem gut geht, selbst für Lösungen zu sorgen, das erfüllt uns, denn das gibt uns Sinn, wenn wir mal wieder bei der Sinnfrage sind. Und ich möchte jetzt gerne mit einer kleinen Geschichte noch schließen. Ich weiß nicht, von wem sie ist, vielleicht weiß es jemand, dann kann das mir gerne schreiben. Und zwar gab es mal einen Mann, der hat sich auf den Weg gemacht, Gott zu finden. Er wollte unbedingt Gott finden. Und so machte er sich auf den Weg. Und er traf verschiedene Menschen und er traf auf verschiedene Situationen und er fragte immer, hey, weißt du, wo Gott wohnt? Weißt du, wo Gott lebt? Hey, kannst du mir sagen, wie ich zu Gott komme? Und irgendwann stand er vor einem Haus und wusste, da wohnt Gott. Und auf einmal wurde er ganz leise und dachte, wenn ich jetzt die Tür aufmache und Gott finde, dann ist ja meine Suche zu Ende. Dann sind ja all diese schönen Erfahrungen, diese tiefen Gespräche, die Situationen, die Menschen, das Lachen, was ich dadurch auf meiner Suche nach Gott, die sind ja weg. Die sind ja nicht mehr da. Nein, das möchte ich nicht. Und er zog die Schuhe leise aus, ging ganz leise aus dem Haus heraus, schloss die Tür und ging wieder auf Reisen, um Gott zu suchen. Und erlebte dabei wunderbare, wunderschöne Dinge, die er anders nicht mehr gehabt hätte. Ihr Lieben, nun bin ich am Ende meines Videos. Ich hoffe, dass ich ein bisschen Licht in dieses Thema bringen konnte. Vielleicht gehst du damit in Resonanz, vielleicht auch nicht. Das ist dir überlassen. Ich habe dir das mitgeteilt, was ich weiß, was ich glaube. Und das, hoffe ich, hat dir ein bisschen geholfen. Ich wünsche dir, euch, wann immer dieses Video ihr schaut, einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Abend, eine schöne gute Nacht. Tut vieles, was euch gut tut. Habt Spaß im Leben, habt Freude. Ich freue mich auf ein nächstes Themenvideo mit euch. Herzlichst, eure Cynthia.